Zum Start der zweiten Etappe vom Rheinburgenweg fahren wir der A61 nach, bis wir die Abfahrt Sinzig nehmen. Die Stadt Sinzig durchquert, folgen wir der B9 bis nach Bad Breisig. Hier parken wir das Auto auf dem Parkplatz der Römer-Thermalquelle. Am Haupteingang des Thermalbads sowie an der Tennis- und Squashhalle geht es vorbei zum 500 Meter entfernten Bahnhof von Bad Breisig. Von hier fahren wir mit der Bahn zum Startpunkt der zweiten Etappe nach Remagen. Vom Bahnhof in Remagen sind es nur wenige Meter bis zur Fußgängerunterführung der B9. Mit römischen Ausrüstungsgegenständen von Söldnern wie Schilde und Helme ist die Unterführung ansehnlich gestaltet. Des Weiteren befinden sich auf beiden Seiten kleine Springbrunnen sowie plätschernde Wasserläufe. An diesem schönen Platz startet die zweite Etappe des Rheinburgenwegs in Remagen. Wir erobern die A-Platte und passieren Bad Bodendorf. Über die idyllische A hinweg liegt nun die Barbarossa-Stadt Sinzig vor uns. Auf den Spuren der Kelten führt uns der Rheinburgenweg nun ans Ziel dieser Etappe, zur Bäderstadt Bad Breisig. Die Etappe hält nur zwei Anstiege bereit, aber die haben es in sich. Der Startpunkt befindet sich an der Unterführung der B50 und endet an den Römer-Thermalquellen in Bad Breisig. Die Streckenlänge beläuft sich auf 15,7 Kilometer mit jeweils ganz geringem Zuweg. Hierfür benötigten wir 5 Stunden. Der Auf- und Abstieg sind mit 271 zu 277 Höhenmeter fast identisch. Zunächst folgen wir dem Logo des Rheinburgenwegs durch die Häuserreihen von Remagen immer steil bergauf. Man lässt die ersten Häuser hinter sich und folgt dem Wegeverlauf über eine Wiese in den Wald. Die erste Steigung überwunden, erwartet uns im Wald die Ruine der Waldburg. Die Entstehung der Waldburg geht bis in das Jahre 1898 zurück, als der 1867 gegründete Lokalverschönerungsverein die Immobilie bauen ließ. Entstanden war ein großzügiges Ensemble mit Tennishalle und einem Plateau, von dem man einen großartigen Blick ins Rheintal genießen konnte. Das ehemalige Hotel zur Waldburg auf dem Remagener Viktorienberg wurde 1970 geschlossen und ist seitdem eine Ruine. Der Zustand des Gebäudes ist mehr als schlicht. Große Teile der Substanz sind eingestürzt oder befinden sich kurz vor dem Kollaps. Vom Rheinblick ist ebenfalls nicht mehr viel zu erkennen.
denn jahrelanger Wildwuchs hat die einst so malerische Aussicht beinahe komplett zunichte gemacht. Weißt du, seit wann das nicht mehr ein Hotel ist? Seit 1970 und schon nach 50 Jahren so verfallen. Am Rande eines Wohngebiets setzen wir unsere Wanderung fort und gehen durch den noch lichten Wald zum Wanderparkplatz Waldburgstraße. Vom Wanderparkplatz sehen wir in der Ferne den Hubertushof. Auf einer Lichtung im Wald gelangen wir zu einem Judenfriedhof. Wann dieser angelegt worden ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Die ältesten Daten auf den wenig noch vorhandenen Grabsteinen reichen bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück. Die Beerdigungsstätte entspricht in hervorragender Weise allen Anforderungen, die in Bezug auf Ort, Anlage, Beschaffenheit und Beachtung jüdischen Totenbrauchtums gestellt werden. Nach ein paar Richtungswechseln im Wald geht es sehr steil nach Bad Bodendorf hinunter. Zunächst gehen wir nicht in den Ort hinein, denn der Rheinburgenweg wendet sich nach dem ersten Haus wieder vom Ort ab und verläuft nun oberhalb. Schließlich verlassen wir den Höhenweg und gehen in den Ort hinein und gelangen gleich wieder zum Ortsausgang. Nach Überwinden der B266 am Ortsrand setzen wir die Tour durch die Felder Richtung Sinzig fort. Unser Weg führt uns vorbei an einer Mahnstätte des Krieges. 1212 Soldaten liegen hier beerdigt. Die Stätte soll den Toten zu Ehren und den Lebenden eine Mahnung sein. Den Mühlenbach überqueren wir auf einer Brücke, gehen am Schwanenteich vorbei, bis wir dann auf die Ahr stoßen. Dieser folgen wir in Fließrichtung und passieren das aufgrund von Corona geschlossene Tiergehege Schwanenteich.
über die kommende Brücke erreichen wir das andere Ufer und folgen dem Fluss nur kurz weiter flussabwärts. Durch ein ruhiges Wohngebiet gelangen wir in die Innenstadt von Sinzig. Den Beinamen Barbarossa-Stadt trägt die Stadt Sinzig von 5 weiteren deutschen Städten aufgrund des kürzeren oder längeren Aufenthaltes des Stauferkaisers Barbarossa Friedrich I. Wie eine Insel liegt das Sinziger Schloss in einem breiten Graben, der einst als Wassergraben das Schloss der Herzöge von Jülichberg umgab, zu deren Territorium Sinzig bis 1794 gehörte. Dieses neugotische Schloss, das die Reste der früheren Wasserburg erahnen lässt, beherbergt heute das Heimatmuseum der Stadt. Der mit 4 Ecktürmen bewährte Bau wurde 1689 während des Pfälzischen Eroberungskrieges von französischen Truppen zerstört. Das heutige Sinziger Schloss entstand, wie mehrere Schlösser der näheren Umgebung, in der Zeit der Rheinromantik. Barbarossa besuchte Sinzig unmittelbar vor seiner Krönung in Aachen am 9. März 1152. Wenigstens 4-mal war die Pfalz Sinzig das Besuchsziel und weitere 16-mal Übernachtungsstation des späteren Kaisers. Vom Standbild Kaiser Barbarossa besuchen wir den Stadthügel, auf dem die 1225 erbaute katholische Pfarrkirche St. Peter steht. Die Stadtpfarrkirche ist vermutlich ein Nachbau der bereits 855 erwähnten Peterskapelle. Die Pfarrkirche wurde auf einem kreuzförmigen Grundriss angelegt. Mit dem dreigeschossigen Langhaus sowie einem 5-seitigen abgeschlossenen Chor. 2 Seitenkapellen schließen sich diesen an. Auch die Ausstattung der St. Peterskirche ist bemerkenswert. Dominiert wird der Altarbereich vom hochgotischen Passionsaltar aus dem Jahre 1480. Er zeigt eindrücklich die Kreuzigung Jesu, Christi Himmelfahrt und den Marientod. Das Kunstwerk wird dem sogenannten Meister des Sinziger Kalvarienwerks zugeschrieben. Die spätromanische Kirche mit ihrem imposanten oktogonalen Vierungsturm zählt zu den wichtigsten Sakralbauten der rheinländischen Spätgotik. Der die schöne Kuppel überragende Turm wird von 2 weiteren kleinen Türmen flankiert. Vom Kirchplatz gehen wir der Kirchgasse hinunter und gelangen zum ältesten Haus von Sinzig. Wie die Inschrift am Balkenwerk erkennen lässt, wurde das Haus am 10. April 1666 erbaut. Es überstand 2 Stadtbrände und ist somit das älteste Wohnhaus von Sinzig. Durch die ansteigende Helenenbergstraße verlassen wir die sehenswerte Barbarossa-Stadt Sinzig. Kaum weichen die letzten Häuser zurück, so steigt der Rheinburgenweg durch einen Hohlweg weiter an und wir sind wieder mitten in der Natur. Mächtige Löswände ragen neben uns auf. Der Hohlweg entlässt uns in eine üppig grüne Wiesenlandschaft. Noch immer auf dem asphaltierten, aber für den Verkehr gesperrten Sträßchen wandern wir bei toller Fernsicht auf die Umgebung etwas flacher.
Schließlich treffen wir am Waldrand ein, wo wir noch einmal einen tollen Blick auf Sinzig haben. Gleich am Waldrand bietet sich links eine Hütte zur Rast an. Wir gehen jedoch weiter tiefer in den Wald hinein. An einer Wegespinne laufen wir geradeaus auf den vor uns stehenden Bildstock zu. Dieser beinhaltet ein Mosaik von Maria. Der nun folgende Pfad führt uns weiter bergan und mündet schließlich auf einem Forstweg. Auf Schusters Rappen wandern wir gemütlich auf fast ebenem Weg durch den Mischwald des Ziemat. Unterbrochen wird der Wald durch die Mönchseide. Vor uns erstreckt sich die fast endlose Weite einer Wiesenfläche. Bei gutem Wetter kann man hier den Segelflugzeugen des nahegelegenen Landeplatzes zuschauen. Heute finden leider keine Starts und Landungen statt. Doch auch ohne die eleganten Flieger bietet die offene Weidefläche Abwechslung. Nach einigen Metern am Waldrand entlang biegen wir kurz vor dem Mönchshof wieder in den Wald ein. Passieren einige Tafeln des Waldlehrpfads und genießen auf flachem Weg diesen Abschnitt der zweiten Etappe. An einer Wegespinne im Wald bereichern Kinder den Märchenpfad mit eigenen Kreationen, wie mit Masken, Tiersilhouetten und kleinen Tonfiguren. Wir folgen dem Rheinburgenweg, der zusammen mit dem Märchenweg identisch ist. Was nun folgt, ist eine sehr abwechslungsreiche Waldpassage. Am Protzenberg queren wir einen kleinen Taleinschnitt und treffen schließlich nach 13,5 Kilometern an einer Schutzhütte mit Blick ins Frankental ein. Hier auf der Hahnenplatte weisen Tafeln auf eine ehemalige Keltensiedlung hin. Auf dem Fußpfad geht es entlang der Hangkante bis zu einem nahegelegenen Sendemast. Dem Sendemast führt der Pfad an einigen schönen Aussichtspunkten vorbei. Beim ersten Aussichtspunkt schauen wir auf die Ortschaft Bad Breisig. Und beim Aussichtspunkt Burgenblick fällt unser Blick flussabwärts ins Rheintal. Auf der anderen Rheinseite können wir das Schloss Ahrenfels erkennen. Über einen Serpentinenpfad verlieren wir schnell an Höhe und kommen in der Ortschaft Bad Breisig an.
den Abstieg hinter uns gebracht, sind es nur wenige hundert Meter durch den Ort. Die zweite Etappe endet dann auf dem Parkplatz der Römertherme. Das Fazit: Wenn wir bis jetzt auch auf keine Burg gestoßen sind, so kamen wir in Sinzig an dem gleichnamigen Schloss vorbei und sahen das Schloss Ahrenfels aus der Ferne auf der anderen Rheinseite. Ansonsten eine schöne Etappe, nicht zuletzt durch die sehenswerte Stadt Sinzig.